Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Part mit euren drei Lieblingsspielern hier. Naja, eigentlich einem. Aber die beiden beraten mich ja. Dem kannst du ein bisschen von meiner Schulter gehen, das wäre sehr nett. Danke. Ja, ich habe offscreen meine Pokémons auf Level 10 hochtrainiert. Ging relativ schnell. Ich habe offscreen auch noch ein paar Pokémons gefangen, von denen ich euch eben kurz die Einträge vorlesen will. Ich muss gerade nur kurz gucken. Einmal habe ich Raffel gefangen, Sonnenkern, Azurill und ich habe sogar noch ein Felino gefunden. Ansonsten habe ich auch noch einen Carpador gefangen und ein Sesokids. Ihr seht, ich habe ein paar Pokémons offscreen gefunden. Des Weiteren ist heute übrigens Koop geplant. Also, heute machen wir einmal Koop zur Abwechslung. Aber erstmal wollen wir uns die Pokédex-Einträge ansehen. Zuallererst mal von Raffel. Raffel, das Raffbacken-Pokémon. Egal wie sehr es sich auch vollstopft, es lebt in ständiger Sorge vor dem nächsten Hungeranfall und hortet daher Beeren in Schweif und Backen. Sehr schlau. Dann haben wir Sonnenkern, das Samen-Pokémon. Es ist sehr schwach und kann sich nur gegen Feinde verteidigen, indem es verzweifelt seine Blätter schüttelt. Manche Pokémon sind aber auch echt gestraft. Azurill? Sein großer runder Schweif steckt voller Nährstoffe, die es für seinen Wachstum braucht. Felino, das Giftfisch-Pokémon. Da allein zu reisen für sie gefährlich, zu gefährlich ist, durchstreifen sie Sümpfe in Reihen von aus 3 bis 4 Exemplaren und helfen dabei einander. Mann, das hätte ich gerne mal in Real Life mit Menschen, dass man sich gegenseitig mal hilft. Ja, das ist sogar die hiesige Form, die Paldea-Form. So, und dann habe ich noch Carpador für euch. Carpador, das Fisch-Pokémon. Die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren etwas stärker als ihre heutigen kümmerlichen Nachkommen. Man merkt, Carpador wird weiterhin von den Entwicklern gehasst. Ihr wird nichts gegönnt, aber das Foto ist schön. Hey, Donnelly, du hast ein Pokémon vergessen. Ich finde die Fotos generell einfach nur toll. Richtig knuffig, vor allem bei Fluffeluff. Oder Felino, guckt mal, das ist so putzig. Also das Feature, das finde ich toll. Vorher war es ja einfach nur so ein nichtssagender Pokédex-Eintrag, wo man ein Bild hatte. Und hier hat man richtig gute Bilder. Oh. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir hier Koop gestartet haben. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir im Multiplayer. Der Kai ist jetzt mit dabei. Na? Er hat 5 Pokémon. Ich habe viele Pokémon. Ich hab auf dem nur gefangen, was ich absolut notwendig für mein Team erachte. Ich habe alles gefangen, was mir für die Nase kam. Das habe ich auf meinem anderen Spiel schon auch gemacht. Da habe ich auch alles gefangen, was nicht nied- und nagelfest ist. Einen Moment, ich muss eben kurz für dich Bild anpassen. So, jetzt ist der Kai auch im Bild. Warum wurde ich eigentlich nach hier unten teleportiert? Keine Ahnung, stand auch da oben. Gut, dass wir beide verwirrt sind. Sehr gut. Komm mit, mein kleiner Pikachu-Klon. Genau, das habe ich auch gesagt. Wie sprintet man richtig? Du bist ja gerade noch mehr gesprintet. Wie hast du gerade richtig Gas gegeben? Keine Ahnung. So, ich weiß im Übrigen immer noch nicht, wie viele Koop-Folgen es geben wird. Liebe Leute. Den Kampf habe ich noch gar nicht gemacht. Soll ich dir helfen? Kann ich dir überhaupt helfen? Ich weiß es nicht, werden wir jetzt sehen. Akademie-Schülerin Ria mit Fruber, ich habe den auch noch nicht gemacht. Lol. Passt ja. Ich habe übrigens ein paar TMs hergestellt. Das finde ich toll, das System, dass man diese sich jetzt herstellen kann.
Das finde ich auch super. Auch wenn ich es noch nicht benutzt habe, aber allein die Möglichkeit, alle möglichen TMs herzustellen, finde ich schon cool. Du bist nicht darauf angewiesen, sie zu kaufen, sie zu finden. Kannst und vor allen Dingen, vor allen Dingen kannst du sie auch richtig schneller farmen eigentlich. Okay, wir teilen uns die Kämpfe nicht. Ist das jetzt einfach nur, du kannst mit mir laufen? Ich habe keine Ahnung, das werden wir jetzt mal rausfinden. Also bei mir bist du gerade verschwunden. Oh, hier. Lauf hinterher. Wie sieht's denn bei dem wilden Pokémon-Kampf aus? Kann man sich da einfach einmischen? Oder bin ich jetzt bei dir weg? Nein, du stehst hier. Kannst du dich einfach einmischen oder kannst du zugucken nur? Ich kann euch nur von außen zugucken. Ich kann nicht in das Pokémon reinrennen, ich kann nicht in dich reinrennen. Also ist das einfach nur, dass du anwesend bist. Mhm. Der Multiplayer-Modus bringt's ja voll. Ich hol mir mal die TM hier oben. Sternschauer. Die habe ich mir lieber hergestellt. Na gut, dann wird es wirklich nicht so viele Korps-Part geben. Zumindest nicht in dem Stil. Weil wenn das nur so ist, man kann zugucken. Für einen Part kann man es lassen, aber ich sehe keinen großen Sinn dahinter. Wenn du mitmachen könntest jetzt in diesem Kampf, dann fände ich es gut. Ich sehe, dass du es versuchst. Ich habe das Pachirisu noch nicht. Ich kann nicht mitmachen. Ich kann mein Pokémon auf Pachirisu werfen, aber es kann. Was ist das Trassler her? Ich habe einen Trassler gesehen. Yep. Du mieser, gib her. Ich habe einen Trassler, ich habe den Pika-Klon, ich habe ein Schweinchen, ich habe ein Pseudodick da, ich habe meine Katze und ich habe den Vogel. Als mein aktuelles. Mensch, Proxy Spiel. Hat sich um ein Level erweitert. Pachirisu, das Elektrohörnchen-Pokémon. Mitunter kann man beobachten, wie zwei Pachirisu ihre Backentaschen aneinander reiben, speicherte Elektrizität zu teilen. Auch wie süß. Ach, geh weg, du Schweinchen. Ich mag dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich finde das mit den Büchern auch viel schöner als die alten Pokédex-Einträge. Lauf, Bruder, lauf! Shining hat ein Pachirisu gefangen. Also für Oskin würde ich das hier eventuell noch machen. Dann schauen wir uns gemeinsam die Akademie an. Mhm. Jetzt muss ich erstmal den Rivalenkampf noch machen mit der hier. Mit Nemila. Hm? Ja, überprüfe die Stärke meiner Pokémon, indem ich dich fertig mache. Na dann komm, dann mache ich dich fertig. Pokémon-Trainer Nemila fordert sich zum Kampf raus. Sie schickt einen Quacksilber. Pelori. Ich bekämpfe die Graskatze. Ich bekämpfe Katzenminze. Du schickst zwei Pokémon in den Kampf. Schön, ich habe 10. Ich habe 6 im Kampf. Aber ich habe noch 10 in der Box. Wieso hast du Glut überlebt? Ist ja auch nichts Neues mit den Wechselwirkungen. Nee, nicht so wirklich. Also, die Entwickler gehen ja immer davon aus, dass komplett neue Spieler dabei sind, aber eigentlich sind es eher die alten, die das spielen. Ich muss mal meinen Trassler rauswechseln, ich muss meine Katze reinwechseln, mein Trassler macht keinen Schaden. Los, dick da! Dick dich durch! Ich wollte eigentlich nochmal zurück in die Höhle mir einen Hunduster holen, aber ich durfte nicht. Ich wollte auch einen Hunduster. Klar, einen Dickdau und einen Mangunio habe ich da drin fangen können, aber einen Hunduster durfte ich nicht haben. Ey, weg mit der dämlichen Ente.
Ich habe das Gefühl, die Lebensschiele, die ich mir erkraftet habe, hat sich null gelohnt. Die hat nur 20 ATK. Was macht die denn da? Ich schicke mir ein Pamo entgegen. Es glitzert! Das ist ein glitzerndes Pamo. Ich will das auch. Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Types erweitern. Ich will die auch haben. Haha, bin Boden. Da hat sie das ja viel genützt. Ich schicke jetzt meinen Pikachu-Klon gegen ihren Pikachu-Klon, weil ich nichts anderes habe, was nützt. Ich habe in der Höhle einen Diktat mitgenommen, war eine schlaue Entscheidung. Ich habe auch eins, aber ich habe Schlickter mitgenommen. Schlickter? Ja, Schlickter. Neues Pokémon, das ich noch nicht kenne. Jo. Bin dem Flusslauf ein bisschen runter ins Meer gefolgt. Und da gibt es Schlickdas. Ja, ich hatte ja auch einen Typenvorteil. Das neue Pikachu, das ist auch richtig gut. Dass man ein Geschenk bekommt. Weil dadurch sein einziger Nachteil behoben ist. Und gegen den anderen ausgetauscht. Das Flug-Pikachu, ja, das müsste ich mir auch noch holen, aber ich habe keine Lust. Das versauert bei mir sowieso nur auf der Bank. Bei mir hat's Pamo ersetzt. Warum Klon dabei haben, wenn man ein richtiges dabei haben kann? Weil der Klon cool ist. Ich hatte uns gerade kurz stumm geschaltet, liebe Zuschauer. Ich dachte, die Sequenz geht ein bisschen länger. Wenn ich die Auswahl kriege, gehe ich natürlich zum Häppchenladen. Ich habe meine Traumfrisur. Ja, diese Kristallisierung will ich haben. Video. Ja, Kristallisierung macht auch Spaß. Ich habe übrigens auch gerade hier mit meinem Kollegen besprochen, Multiplayer gibt's erst dann wieder, wenn es irgendwie Sinn macht. Also nach dieser Folge. Diese Folge machen wir auf jeden Fall zusammen. Danach, sobald es Sinn macht, weil wir sind uns einig. Es macht einfach wenig Sinn, die Story einfach nur so zu erleben, dass man gemeinsam da durchlatscht. Wenn es Doppelkämpfe, dann würde ich sagen ja, aber es ist halt wirklich einfach nur, er steht daneben. Guck zu, während du kämpfst. Ich lauf dir einfach hinterher. Den Häppchenladen. Ich will auch zum Häppchenladen. Wollen wir da gemeinsam hingehen? Ich warte auf dich. So. Nein, das sind ganz normale NPCs einfach. Hallo, hier. Wollen wir uns den Häppchenladen angucken? Da. Wo ist ein Häppchen? Wo ist lecker? Wo ist lecker? Schmackofatsu. Gibt's überall Häppchen. Ich lieg richtig, ne? Alle, die irgendwie eine gelbe Schrift haben, die haben irgendwas für mich, ne? Die erzählen dir zumindest irgendwas Interessantes.
Was kannst du mir über mein Smartrotum sagen? Ach so, er erzählt mir was über die alten Regionen. Wo ist der schon wieder hin? Bin hier oben, in die Treppe hoch. Wo ist Häppchenladen? Ich hab Hunger. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Sonst nicht angezeigt wird. Ich bin ins Restaurant Fangfrisch gegangen. So, wo Milchreis, Quiche, oh lecker, was es hier alles gibt. Das sind die blauen Läden. Ah, ich sehe dich. Ich habe heute keine Lust auf Fischgerichte. Also, die sind alle Fischgericht. Richtig. Spaghetti mit Meeresfrüchten, Ceviche, Pinchos. Milchreis. Ich gönne mir Milchreis. Ich nehme ja auch Milchreis. Lecker, lecker. Warte mal hier, damit die Sequenz diesmal ganz sieht. Also auf den ersten Blick sieht die Sequenz halt ultra falsch aus, ne? Bodenkraft Stahl, Fangkraft Pflanze und Maxikraft Boden. Fangkraft kann ich mir vorstellen und Fundkraft, was es bringt, und das andere einfach nur wahrscheinlich meine Attacken bringen mehr. Ich könnte es dir klären. Ja, Kai hat noch einen zweiten Spielstand, da hat der Spiel schon durch. Nein, noch nicht. Noch bin ich nicht durch. Noch habe ich erst 6 Orden. Aber er hat extra einen zweiten Spielstand bzw. einen zweiten Account, wo der ungefähr auf demselben Stand ist wie ich. Sag mal, können wir wenigstens einen Pokémon-Kampf machen, wenn ich die schon hier habe, auf dem jetzigen Status? Jo. Los, Krokel. Hol ihn dir. Weißt du was, als Chancengleichheit schicke ich dir einfach drin mal eben kurz rüber. Dann hast du einen weiteren Begleiter. Wenn du meinst, dann helfe ich ihm halt. So, dann nehme ich so. So, jetzt sitzt er auf deiner Schulter. Er ist rüber bei dir und jetzt verhöhnt er mich, wenn ich verliere. Jetzt habe ich einen Freund. Ist ja schon bitter, wenn du jetzt verlierst, wenn ich mit meinem anderen... Was ist denn ganz schön komischer Wurm? Das ist Schlick da. Den kann ich damit loswerden, den kann ich damit loswerden. Ich könnte nett sein und eins weniger nehmen, wenn schon so Level-Ungleichheit ist. Ach, lass ruhig so. Das wird schon funktionieren. Ich sehe ein neues Pokémon und ihr auch, Leute. Also viele von euch haben wahrscheinlich schon längst bei anderen Streamern, YouTubern das Spiel zu Ende gesehen oder selber zu Ende gespielt. Aber bin dann trotzdem froh über jeden von euch, der trotzdem Spaß hat, mir zuzuschauen, wie ich jetzt den Kai fertig mache. Wenn du mich fertig machst, Riss. Komm, Junge, mach den Platt, der kann nicht. Ich rede dir gerade gut zu. Er sagt dir, du sollst mich fertig machen. Los geht's, Schnitzel. Das Pokémon heißt einfach echt Schnitzel. Okay, dann fange ich erstmal leicht an. Auf dass du blind wirst. Du hast ungefähr einen gleichen Plan. Vorbereitung ist alles, ne? Natürlich. Ich weiß, was du vorhast. Wenn ich schon das halbe Level hab. Ja, ich hab Brand. Ich hab Brand ausgelöst. Du kriegst noch die Verbrennung, damit ist mein Schnitzel quasi komplett nutzlos geworden. Sag mal, warum hast du eigentlich so viele Fans bei dir und ich bei mir gar keine? Oder sind bei mir auch welche? Ach, die sind auch bei mir, ich sehe die nur nicht aus dem Winkel. Richtig, die stehen hinter dir. Werde blind! Das nutzt nichts, soll seine Stimme trifft immer. Nicht sehr effektiv. Soll seine Stimme hat er auch nicht viel, ne? 20, aber ich hab's schon wieder weggedrückt. Hecke! 40 hat's. Nein, Schnitzel! Jetzt landet es auf dem Teller, es ist sogar schon angebraten. Burger. Das sieht sehr merkwürdig aus.
Das sieht aus wie so eine Dicta-Unterart. Die man langgezogen hat. Im Pokédex steht auch, es ähnelt Dicta, ist aber eine komplett andere Art, die sich nur ähnlich entwickelt hat aufgrund des Lebensraums. Diese Lehmschiele kann ich auch. Tatsächlich habe ich gerade außer Säusestimme sonst nichts Besseres. Nein, wieso frag man Sache? Weil das ein Wasser-Pokémon ist. Sag mir einfach, du hast gewonnen, wenn du Krokodown kriegst, beziehungsweise 2-3. Ha! Nein! Da kommt die Lehmschelle. Unterschätze niemals den Wurm. Ha! 1 HP! Na, passt schon. Jetzt krieg ich dich down. Ist halt ein bisschen unfair. Ich habe ja sogar noch vorher so gefragt, ob du deine Pokémon auch hochtrainieren willst vor der Aufnahme. Fox. Ich gebe meinem Pokémon so gut wie nie Spitznamen. Ich habe es auch auf meinem eigentlichen Hauptspiel habe ich es auch nicht. Ich habe das tatsächlich nur für die Aufnahme habe ich Spitznamen verteilt. Pika! Hier kommt das einzig wahre Pikachu, das fliegen sogar kann. Nein. Ich brauch das Vögel. Pika-Klo. Wir haben beide Statik. Das wird nicht funktionieren. Pass auf, ich betrüge jetzt. Pika-Klon lädt sich auf. Ich greife aber physisch an. Ist das Ding. Wer ist besser, der Klon oder das Original? Wisst ihr Leute, Kai ist mein wahrer Rivale, nicht die in die Mila. Du musst noch eine Attacke wählen. Ich weiß. Ich bin auch gerade am überlegen, was ich tue. Du bist langsamer als ich. Also vom Prinzip her... Oh, das hat sogar gut Schaden gemacht. Ich glaube, in Fliegen und Ruckzuckieb habe ich dir gegenüber einen Vorteil. Zack! Das kann ich auch. Pass auf! So geht das! Pika! Pikachu ist schon entwickelt. Ich habe auch ein Pichu gefangen. Der Klon ist noch ein Baby. Wie kannst du nur? Das arme kleine Tier. Wie kannst du nur? Noir hat mich auch gerade angemeckert. Oh, ich habe sogar einen Vorteil. Fällt mir ein. Oh, ich dachte, ich wäre schneller als du. Okay, ich muss das Pikachu loswerden. Ich kann fliegen. Voll und fair, der hackt. Das gab gerade so Pikachu. Der Instakill. Das Viech ist Level 7 und hat sowieso keinerlei Verteidigung. Der Kampf ist sowas von einseitig. Aber du hast Verkokel besiegt. Ey, Krokel. Verkokel, wie komm ich? Wieso lebt das Vieh noch? Wieso kann es Glut? Ach ja, ist ja ein Feuervogel. Vergaß. Noch ist es kein Feuervögelchen. Ja, aber weil die Nachentwicklungen ja Feuer sind, kann es auch Glut. Ja, es lernt Glut und es entwickelt sich wie jeder Vogel relativ schnell weiter. So. Pika! Ach, komm schon, ich dachte, du gehst jetzt ins Fliegen. Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Ich bin doch sowieso schon langsamer als du. Darum ging's, finde ich. Ich wollte auch nur mal sicher gehen, dass du nicht zurückhauen kannst. Wenn ich dich jetzt noch besiege, ne?
Ey, wenn du Pikachu noch besiegst, ist es dein Victory. Komm, Paralyse! Ja, geh durch, Biss. Ein Volltreffer aber doch. Pika! Das Schlimme ist, dank deiner Paralyse agiere ich 100% langsamer als alles, was du sonst noch in deinem Team hast. Los, der Runde! Du bist noch nicht langsam genug! Ich könnte es eigentlich beenden. Käfertrutz! Die Käfer verteidigen sich gegen die Pflanzen. Das machen wir dem nächsten Mal, wenn wir beide durch sind, mit vernünftigen Teams. Guck mal, Leute, da habt ihr noch einen Spezialkampf heute bekommen. Dafür, dass es so gut wie gar keine Story gab. Mit angepassten Leveln. Mann, ich helf dir und du verlierst auch noch, du Loser. Grimm hat dich übrigens gerade ausgelacht. Ja, das kann ich verkraften. Na gut, na gut, Leute, das war doch eine spannende Folge. Nächster Part ist wieder Solo. Hab ja schon gesagt, warum, weil macht so wenig Sinn, wenn man nur beieinander läuft und halt nichts Besonderes dadurch holen kann. Aber war trotzdem ein interessanter Part. Danke, dass du dabei warst. Gerne. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Spiel durch habe und da es Sinn macht, dass du neben mir herläufst. Weil momentan macht der Multiplayer irgendwie keinen Sinn. Ich sag hier dann auf jeden Fall jetzt ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.